da denkst du tatsächlich. 50 Jahre alt, die Nachbarn nur bestimmt. Egal wo, also die anderen freuen sich auch. Das war sogar anders. Okay. Und er hat noch mit einem. Ja, gut. Heute ist der Tag, wo in Hamburg darüber erörtert wird, ob die Fernwärmetrasse vom Kohlekraftwerk Moorburg nach Altona gebaut werden soll. Und am selben Tag findet die Anhörung der Initiatoren von Unser Hamburg, Unser Netz statt. Der Bau der Fernwärmetrasse im Kohlekraftwerk Moorburg betrifft doch das Volksbegehren um die Rücknahme der Energienetze in öffentliche Hand sehr stark. Und ich übergebe jetzt das Mikrofon an Angela von Moorburg Trasse Stoppen. Energiepolitisch hätte die Moorburg Trasse verheerende Konsequenzen für die nächsten 50 Jahre. Vattenfall will die Trasse unbedingt bauen, um seine Dinosaurier-Technologie Kohlekraftwerk Moorburg und das Fernwärmemonopol langfristig zu zementieren. Dagegen wurden jetzt 4.600 Einwendungen von zumeist Anwohnerinnen eingereicht. Bei der Einhaltung der Baumschonzeit müsste Vattenfall bis Mitte März die Baumfällung erledigt haben, um dann richtig loslegen zu können. Fernwärme aus dem Kohlekraftwerk wäre keine umweltschonende Abwärme, sondern wird in einem eigenständigen Prozess im Kraftwerk produziert, der extra Kohle verbrennt und viele Millionen Tonnen des Treibhausgases CO2 emittiert. Dann könnte Hamburg die selbstgesteckten Klimaschutzziele nicht mehr erreichen. Dabei gäbe es sinnvolle, sowie greifbare Alternativen, zum Beispiel mit einem neuen hocheffizienten Gas- und Dampfkraftwerk am Standort Wedel. Das emittiert sehr viel weniger CO2, könnte ohne einen Trassenneubau umgesetzt und sogar schneller fertig werden. Vattenfalls Pläne verhindern einen konsequenten Ausbau erneuerbarer und dezentral erzeugter Energien im Wärmebereich. Riesige Einsparpotenziale liegen in Gebäudedämmung und modernisierten Netzen. Das Volksbegehren Unser Hamburg, Unser Netz setzt sich aktuell erfolgreich mit über 116.000 Unterschriften durch. Wir wollen, dass die Netze in öffentliche Hand kommen. Herr Scholz will das nicht. Der will, dass der Hauptteil der Netze... Naja, ich mach mal weiter. Ne? Mich stört's nicht. So, Herr Scholz, der möchte, dass der Großteil der Netze bei Vattenfall und E.ON bleiben. Und er meint, dass er mit einer Beteiligung von 25,1% an den Netzsparten hier große Würfe machen kann. Ich glaube, er macht da große Würfe in Bürgerbescheißen, in sonst nichts. Heute war ja auch jetzt die Erörterung der Einwendung zur Fernwärmetrasse. Da war ich bis um 2:30 ungefähr. Das war eigentlich eine ganz witzige Veranstaltung. Was ich ganz spannend finde, ist, dass Vattenfall anscheinend selber nicht begriffen hat, dass diese Fernwärmetrasse ans Moorburg-Kraftwerk angeschlossen wird. Denn da geht es die ganze Zeit nur darum, ja, es geht doch um den Bau und um die Genehmigung des Baus. Und wenn es dann darum geht, ja, aber da kommt doch Kohlewärme durch diese Trasse durch, darum geht es dann plötzlich nicht mehr. Dann müssen wir feststellen, dass es kein Wärmekonzept für Hamburg gibt. Jetzt aber irgendwie die Behörde für Umwelt beschließen muss, wie ein Großteil der Wärme in den nächsten 30, 40 Jahren hier in die Häuser transportiert wird, aus welchen Quellen. Das lässt doch irgendwie an Entscheidungsgrundlagen zweifeln. Jetzt zu Unser Hamburg, Unser Netz. Heute um 17 Uhr ist die Anhörung der Initiatoren vor der Bürgerschaft. Bis vor kurzem haben wir ja noch uns beschwert, dass wichtige Gutachten geheim gehalten werden. So. Jetzt, heute ist Freitag, vor 2 Tagen war Mittwoch und Mittwoch guckte ich dann mal wieder auf die Seite, wo diese Gutachten abgelegt sind. Zack, waren sie da, ne? 2 Tage, bevor wir diese Anhörung haben, bevor die Abgeordneten die Gelegenheit haben, ihre Fragen an die Initiatoren zu stellen. Das ist ein Stapel, neue Materialien, Stapel, der ist so 25 cm hoch Papier. Ich habe da gestern mal ein bisschen Blindflug, also so ein Querlesen gemacht, konnte mit Freude feststellen, dass alle Gutachten, die es gibt, die veröffentlicht sind von der Stadt, dafür sprechen, dass die Netze in öffentliche Hand kommen. Da ist in keinem Gutachten irgendwie die Notwendigkeit belegt, dass Vattenfall und E.ON da auch nur 1% dran behalten. Ja, kriegen wir alles hin, wir können das im Klimaschutz machen und wir können sogar noch
mit Netzen in öffentlicher Hand und alle drei Netze und zusammen in einer Hand ökonomisch und ökologisch richtig was rausholen. Wir gehen nicht davon aus, dass die Abgeordneten der SPD jetzt irgendwie plötzlich, nur weil wir mal kurz gesprochen haben, sagen, oh ja, das machen wir. Die sollen nämlich Mitte Dezember entscheiden, ob sie das Volksbegehren annehmen. Im Volksentscheid müssen wir auch davon ausgehen, dass der Gegenwind immens wird. Also es ist total wichtig, dass ihr, bis der Volksentscheid kommt, dabei bleibt, immer wieder da seid, wenn es um so Termine geht wie heute. Vattenfall und E.ON wollen diese Netze behalten. Scholz geht diese Kungelei mit den beiden ein. Da ist eine riesige Macht auf der anderen Seite. Da ist es die Regierung des Landes Hamburg und zwei fette Konzerne. Die haben die Informationsmacht, weil sie die Informationen über die Netze haben und das, was sie da eigentlich wirklich planen. Und sie haben auch noch die Medienmacht. Wenn Herr Scholz seinen Mund aufmacht, das macht er ja gar nicht so oft, dann steht das in der Presse. Wenn ich hier stehe und eine Kundgebung mache, dann hört ihr zu, das finde ich toll. Aber das steht morgen nicht in der Presse. Mein Appell an euch, kommt damit rein, zeigt, dass ihr dahinter steht und da zeigt das auch noch die nächsten Monate bis zum Volksentscheid, damit wir den dann auch gewinnen. Vielen Dank. Vielen Dank für den heutigen Termin. Vielen Dank auch dafür, dass Sie es mit diesem Raum geschafft haben, der Öffentlichkeit einen Platz zu gewährleisten. Wir haben uns entschlossen, am Anfang nochmal den aus unserer Sicht aktuellen Stand zur Debatte um die Regionalisierung Ihnen vorzustellen. Ich muss einmal kurz noch darauf hinweisen, dass die Filmaufnahmen jetzt langsam zum Schluss kommen. Der Titel Umwelthauptstadt ist eindeutig Heuchelei. Moorburg ist ein Verbrechen gegen das Leben. Moorburg ist ein Verbrechen gegen das Leben. Ein maßloser Schaden an Mensch und Umwelt. Ein maßloser Schaden an Mensch und Umwelt. Das Energienetz muss zurück in öffentliche Hand. Das Energienetz muss zurück in öffentliche Hand. Occupy. Das war nur ein Ablenkungsmanöver. Herr Brasch, guten Abend. Noch ein abschließendes Statement. Haben Sie gerade mitbekommen, die Occupy-Bewegung hat das Rathaus, wollen Sie gerade besetzen. Was halten Sie davon? Super Idee heute Abend. Was wünschen Sie der Occupy-Bewegung, wenn sie heute Abend das Rathaus hier besetzen würde? Wenn sie das Rathaus besetzen würde, ich hoffe, dass das wahrgenommen wird. Und ja, dann? Also Herr Brasch, Sie finden das gut, wenn die Occupy-Bewegung jetzt heute Abend hier bleibt? Sie finden das gut? Genau. Aber ich trinke jetzt trotzdem Bier. Ich glaube, das heißt hier so viel wie alle müssen raus aus dem Rathaus. Was ist denn mit euch los? Bleibt ihr jetzt hier sitzen oder was? Stimmt, die Uhr. Das ist ein Ort, wir kennen keine Öffnungszeit. Ach so. Ja, also nicht nur Strom- und Gasnetze übernehmen, wie unser Hamburg unser Netz das fordert, sondern jetzt das ganze Rathaus. Hast du schon mitbekommen, die Occupies sind heute da und wollen doch das Rathaus eventuell besetzen? Was hältst du davon? Also haben wir auch bei den Netzen das Beispiel, dass es mit der Demokratie nicht ganz so ernst genommen wird. Wir machen einen Volksentscheid, Scholz schafft Fakten, die genau dagegen wirken. Ich denke, das ist ein guter Anlass, da mal ein bisschen laut zu werden. Also bei beiden Initiativen, sowie bei euch, als auch bei der Occupy-Bewegung, geht es ja darum, etwas wieder zu besetzen und wieder in die eigene Hand zu nehmen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Könnte man so nennen, ja. Ich spreche jetzt eigentlich im Namen von mir selbst, aber in dem Fall auch von Occupy, dass wir es nicht in Ordnung finden, dass ein Konzern das Monopol hat oder das Recht hat, eine Stadt zu kontrollieren. Das ist nicht tragbar und das ist meiner Meinung nach menschenverachtend und auch demokratieverachtend. Dieses Kohlekraftwerk, das jetzt gebaut wird, meiner Meinung nach auch gesundheitsschädlich ist und Folgen erzeugen wird
die die Menschen einfach nicht abschätzen können. Und ich finde es sehr heuchlerisch und falsch, mit Arbeitsplätzen oder mit der Bedrohung von Arbeitsplätzen zu argumentieren. Habt ihr heute mitbekommen, dass auch jemand von Anonymous heute dazu aufgerufen hat, das Rathaus zu besetzen? Ich wurde darüber informiert und ich begrüße das sehr. Ich denke auch, das ist ein Geist, ein Teil von Occupy, dass jeder Mensch eben aktiv werden darf und soll. Und Occupy bedeutet, nimm es in Anspruch, nimm es in Besitz, besetze es. Wir besetzen Dinge, die uns gehören. Wir holen uns die Dinge zurück, die uns gehören, die wir schon längst besitzen sollten. Und natürlich holen wir uns auch zurück unsere Verantwortung für die politische Geschehen hier in der Stadt. Aber im Rathaus sitzen doch die vom Volk gewählten gesetzlichen Vertreter. Warum sagst du jetzt, dass man sich das zurückerobern sollte? Wenn man irgendwelche Schachfiguren austauscht, ändert man nicht das Schachspiel. Ich denke, es ist Zeit, dass man das System kritisch hinterfragt und dieses System überdenkt. Solche Politik wie da drüben, wie heute erlebt, überhaupt möglich macht. Es darf nicht sein, dass ein Konzern eine Stadt regiert. Wie seht ihr das von der Occupy-Bewegung, dass Bürger schon der Mund verboten wird, dass sie nicht mehr Beifall klatschen dürfen oder ihre Ablehnung zeigen dürfen? Auch hier werde ich wieder für mich sprechen, weil ich nie direkt für die Bewegung selbst sprechen kann. Ah, ja. Ich bin nur ein Teil von Occupy. Ich finde es untragbar und ich finde es unglaublich unfair und vor allem wiederum menschenverachtend, dass Menschen Grundrechte wie Meinungsäußerung und auch Applaus oder Freude ist ein Grundrecht dieser Gesellschaft, aberkannt wird, um einen politischen Mechanismus nicht zu stören. Und damit meine ich sehr wohl, dass es Politiker, die vom Volk gewählt werden, die vom Volk Geld bekommen, die vom Volk leben, dass die in der Lage sind, Applaus oder Kritik zu ertragen. Sie sollten sich vielmehr dieser Kritik auch stellen. Wir wollen die Menschen in diesem System zum Nachdenken anregen. Und natürlich hoffen wir, dass genug Menschen irgendwann sich an uns entzünden und dass genug Menschen anfangen, selbst zu okkupieren. Jeder Mensch, der das tut, darf das, solange er keine Gewalt anwendet. Wenn wir solche Aktionen jede Woche machen müssen, wenn wir sie jeden Tag machen müssen, irgendwann werden genug Leute da sein. Das war ein kleiner Stich. Und wir werden noch eine ganze Menge solcher Stiche austeilen. Ihr müsst euch das überlegen. Ihr seid der Souverän. Nicht das Rathaus, nicht der Bürgermeister, nicht der Gemeinderat, nicht irgendein Polizist. Ihr, du, die das hören, die das anschauen, sie sind der Souverän.